Paris, 3. August 1829. Er ist der berühmteste Komponist Europas, Gioachino Rossini. Mit 37 Jahren befindet er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und beschließt aufzuhören. Wilhelm Tell soll seine letzte Oper sein. Ein Erfolg mehr würde mein Renommee nicht vergrößern. Ein Misserfolg könnte es beeinträchtigen. Ich habe weder Lust zu dem einen, noch möchte ich mich dem anderen aussetzen. Wilhelm Tell, die Oper über den Aufstand der Schweizer gegen den tyrannischen Landvogt. Ein Werk über Patriotismus, Freiheitsdrang und die Liebe eines Vaters. Tell, der Aufwiegler, wird gezwungen, seinem Sohn einen Apfel vom Kopf zu schießen. Was für ein grausames Spiel. Doch am Ende triumphiert das unterdrückte Volk. Riesige Chorszenen stehen im Mittelpunkt der Oper. Rossini hatte seine Librettisten extra gebeten, Schillers Schauspiel entsprechend umzuarbeiten. Denn Massenszenen sind in der französischen Grand Opera gefragt. Ja, der Italiener Rossini betritt tatsächlich neue Wege. Nach 5 Jahren als Direktor des Théâtre Italien in Paris schreibt er seine erste französische Oper. Dafür studiert Rossini die Sprache, passt seinen Kompositionsstil an und verzichtet sogar auf seine berühmten ausladenden Koloraturen. Plant Rossini nun eine Karriere als französischer Komponist? Vielleicht. Etwas anderes aber ist ihm scheinbar noch wichtiger. Sicherheit. Und zwar in Form einer lebenslangen Leibrente vom französischen König. Rossini versucht sie zu erzwingen, indem er die letzten beiden Akte seiner Oper wenige Monate vor der Uraufführung zurückzieht. Wenn noch weiter gezögert wird, den definitiven Vertrag zu unterzeichnen, wird es unmöglich sein, Guillaume Tell diesen Frühling zu bringen. Erst als der König ihm die Leibrente von jährlich 6.000 Francs zusichert, können die Proben fortgesetzt werden. Am 3. August 1829 feiert Wilhelm Tell schließlich an der Großen Oper in Paris seine Uraufführung. Danach zieht sich Rossini nach Bologna zurück. Er lebt noch 40 Jahre, ohne je wieder eine Oper zu schreiben.